Hi Guys, so kurzes Zwischenupdate. Das sieht ja wirklich nicht ganz gut aus auf den Märkten. Der DAX scheint jetzt sogar hier unter diese Zone, die ich ja schon vor immer wieder eingezeichnet habe und betont habe, dass es eine sehr wichtige Zone ist, jetzt unten nach unten abzuschmieren. Ja. Und wenn das dies der DAX wirklich tut, rein charttechnisch, dann ist wirklich nach unten hin der Weg offen in einen vierstelligen Bereich. Ja. Also da besteht kein Zweifel. Ich bin jetzt auch leicht short im DAX, nur mit ungefähr 2000 Euro, weil also ich halte mein Cash schön trocken. Ja. Also minimalst einfach short jetzt mal gegangen gestern. Keine Ahnung, warum, weil es eigentlich, also vom Verhältnis her, hätte ich es auch gleich sein lassen sollen, aber ja, ich habe mir gedacht, jetzt bin ich irgendwie 20, 30, 50 Euro oder sowas im Plus mit dieser Short-Position. Besser wie nichts, ne? Also von daher. Jetzt werden wir mal kurz hier schauen, wo geht dann wirklich die Reise hin. Ja, also das ist dann halt einfach die Zone. Also, wir schauen uns nur ganz kurz den DAX halt an und dann noch ein paar andere Themen. Ja, ungefähr das. Dann kommen wir in diese Phase, wo wir 2016 waren, hier, wo wir sehr lange diese Phase angetestet haben. 10.000 und dann geht es ja eben ganz schnell runter auf vierstellig. Und das ist halt einfach ja, 9.500, 9.000 bis runter bis 8, bis auf 8.500. Und ich lasse auch diese Dreiecke hier einfach so stehen und wir schauen uns das dann gerne in ein, zwei Wochen nochmal an, ja. Ob ich recht hatte oder wie auch immer, auf jeden Fall. Das Ganze ist, hier geht es ja, wie gesagt, ich tue das hier jetzt auch mal abspeichern, ja, dass keiner sagen kann, ich verändere das oder so. Es geht ja nicht darum, also wir sehen hier natürlich das ganze Ding hier. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwelche Szenarien an düster auszumalen und so, aber diese letztendlich, der Coronavirus ist ja zum Teil psychologisch, hat auch also realwirtschaftliche Auswirkungen. Aber der Ölpreiskrieg, der bis dato immer nur so, letztendlich war das ja ein Kartellbusiness. Ja? Also, wir wissen, Kartelle sind reell, ja, also genauso wie es. Social Media Plattformen Kartell ist, ja, Suchmaschinen gibt es nur eine, es ist so ganz viel Kartellismus, ja. Also dass es keine Kartelle geben darf, das gibt es nur im Schwarzwald Märchen, Schwarzwälder Märchenstunde, ne? Also wenn du in Deutschland halt in die Schule gehst und lernst dann halt, wie ich auch Kaufmann gelernt hast, dass Kartelle nicht, dass Kartelle illegal sind und so weiter. Also es gibt, die ganze Welt ist voller Kartellen, ja. Also nicht nur Drogenkartelle, sondern auch jede andere Art von Kartelle, so wie Öl eben auch. Und die haben jetzt einfach mal beschlossen, dass sie sich bekriegen, ja. Und das gleicht letztendlich einem ganz normalen Krieg. Und wir wissen ja auch, wenn wir jetzt mal zurückschauen, dass es letztendlich in den letzten Hunderten und Hunderten und wieder oder vielleicht sogar Tausenden von Jahren immer wieder Kriege gab. Nur sehen die halt heute anders aus. Ne? Also die gehen jetzt nicht mit der Kalaschnikow aufeinander los, sondern prügeln halt den auf den Ölpreis ein, fertig. Ja? Und dadurch wird halt extremer Schaden angerichtet. Ich meine, ich bin jetzt kein Freund von der Fracking-Industrie in den USA. Weil auf die ist ja sozusagen diese ganze Attacke gerichtet. Aber es hat natürlich auch weitreichende Folgen. Ja? Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt ein paar Firmen einfach in der Fracking-Industrie pleite gehen und wir haben danach wieder eine umweltfreundlichere Ölproduktion, wenn das Ganze vorbei ist. Sondern es geht darum, wie sind diese Ölfirmen in den USA eben finanziert. Ja? Und die sind nun mal über Kredit finanziert und wenn die sozusagen nicht mehr zahlungsfähig sind und diese Kredite ausfallen, dann könnte es eine Kettenreaktion geben. Und ich habe ja das immer wieder erwähnt, dass es halt mit so Erdbeben vergleichbar ist. Ne? Es kommt ein Beben, manchmal kommt ein Vorbeben vor dem eigentlichen Hauptbeben und da gibt es noch mehrere Nachbeben und
es könnte durchaus sein, dass wir sozusagen so ein richtiges Beben, das Hauptbeben noch bevor uns steht. Also es könnte sein, dass der letzte Montag, also vorgestern, dass das unser Hauptbeben war. Was aber nicht unbedingt sein muss. Ja? Also ich finde hier auch ganz gut an der Stelle das Video vom. Ich habe gerade irgendwie mir so ein Ramazzotti reingehauen. Jetzt ist mir irgendwie super heiß. Ich muss mal kurz den Pullover ausziehen. Ach, wie heißt der denn überhaupt? Ich kann mir den Namen gar nicht merken, weil der hat nämlich, der heißt Aktienkanal. Ne? Also sehr innovativ. Eine YouTube-Aktienkanal, der sich Aktienkanal nennt. Sehr cleverer Bursche. Also das ist immer so, den habe ich so kategorisiert, ja, so stereotypisch den Einser-Schüler. Ja, also ich war immer so der Dreier-, Vierer-, Fünfer-Schüler in der Schule und das ist so der Einser-Schüler, also der kann sich extrem gut ausdrücken, hat sehr gute, wirklich sehr gute Videos und alles Mögliche. Und der hat halt einfach hier. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ich verlinke euch das unten auch, das Video von dem. Der hat vor, ich glaube, 2 Stunden hat er ein Video rausgebracht zum Thema Ölpreis. Und zieht euch das einfach rein. Ich muss jetzt nicht alles wiederholen, was der sozusagen in dem Video schon von sich gegeben hat. Da sind mir ehrlich gesagt, und das ist ein Aktienkanal, ja, das ist kein Crash-Propheten-Kanal. Das, was auch selber dann wieder, auch immer und wieder wiederholt. Und da sind mir so einige da draußen, Experten, Gurus, was weiß ich alles, Aktionäre und Altmeister und egal was es, wie sie sich alle heißen und nennen, ist mir auch alles scheißegal, weil hier geht es um meine Piepen und um deine Piepen und um unsere Piepen, ja, sind da einfach schon recht ja, optimistisch. Denn teilweise sind mir auch ein bisschen zu optimistisch, weil wo ich noch gesagt habe, ja, Korrektur, Nachkauf und all diese Sachen, das war bevor es sozusagen zu diesem Krieg kam. Ja? Und das ist ein Krieg. Ja? Ich benutze hier ganz bewusst das Wort Krieg. Ja? Das ist so, wie wenn ein Land dem anderen den Krieg erklärt. Ja? Nur ist es jetzt nicht mehr so, dass die da halt mit so irgendwelchen Jeeps rüberfahren, ja, und mit so Baller-Baller machen, sondern die machen halt anders. Ja? Es kann ein Cyberkrieg sein, der ja auch ständig stattfindet und dass wir das mitbekommen. Und jetzt ist es halt ein ganz offener Preiskampf. Und zwar über die wichtigste Ressource dieses Planeten. Das ist die wichtigste Ressource dieses Planeten. Überleg doch mal, wie viele Kriege schon angefangen wurden, nur wegen dieser einen Ressource. Ja? Also es ist halt einfach. Und was wir auch noch, was du auch nicht vergessen darfst, Russland, wie andere Länder auch, versucht sich ja schon seit Jahren unabhängig zu machen von sozusagen von unserem westlichen System. Ja, die kaufen, das sind ja mitunter die Zentralbank, die am meisten Gold aufgekauft hat. Ja, also überproportional zu allen anderen Ländern. Ich glaube mit China noch. Ja, die haben immense Reserven und diesen Joker, den sie sich hier aufgebaut haben, Schritt für Schritt über die ganzen letzten Jahre hinweg. Den spielen sie halt einfach jetzt aus. Aber letztendlich auch nur, ich will mir nicht sagen, die sind böse und irgendwas, sondern also ich liebe Russland. Ja, also was heißt ich liebe Russland? Ich hatte mal eine Freundin aus der Ukraine, jetzt mag wieder einer sagen, die ist sehr ukrainisch, ja. Und ist auch wurscht, ich hätte auch mal irgendwie eine Brieffreundin in St. Petersburg. Also ich habe da, die wehren sich ja letztendlich nur. Das ist letztendlich nur sozusagen. Wo halt Russland, wo halt den USA ja schon ständig immer Attacke machen. Mit Gazprom war irgendwas, ja, eine Sache, weiß ich jetzt nicht mehr genau auswendig. Also die sind ja abgestürzt ohne Ende, obwohl es ihnen so gut ging, ja, und alles. Und das hat in der USA, Ölindustrie hat das gar nicht gefallen, ja. Also dass jetzt dann Gazprom, wir wissen, wir erinnern uns, letztes Jahr Frühling ist der Aktienpreis um 50% gestiegen, ja, auf einen Schlag. Ja, die waren ja schon, die ganzen Analysten haben schon gesagt, ja, die ist ja schon so gut wie auf 12 Euro. Ja, die hat ja schon so gut ja, die Dividende wird ja nochmal verdoppelt. Ja, das ist alles schon sicher, ne? Und ich weiß noch, wie auch auf dem Kanal von Jens Rabe zum Beispiel, ja, der da ab und zu immer wieder so einen Spezialisten eingeladen hat. Ne? Ich habe mich da auch beeinflussen lassen, habe da schön immer zugelangt. Langfristige Anlage, Gazprom, Aktie, klar, logisch.
Ja, habe ich mal eben, ja, ich bin dann zwar auch raus, Schritt für Schritt, weil einfach die ganzen Unsicherheiten kamen. Das war alles schon vor dem Schock, aber ich habe trotzdem 4000 Miese, ja, finde ich nicht lustig, ja, und wenn du heute jetzt halt, dann auf den Kanal, da höre ich jetzt keine Interviews mehr über, wo Gazprom empfohlen wird. Tja, sind aber alles Experten und verdienen sich eine goldene Nase, fahren Ferraris und Rolls-Royce und bladibladida. Ja, und wir kleinen Idioten sitzen dann auf unseren paar Piepen, haben wir da investiert in diese Aktien. Und naja, das konnte ja keiner vorhersehen, dass die da einen Preiskrieg machen. Tja. Das ist immer witzig, ne? Also wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin Experte und ich empfehle dies und das und jenes, ja, und komm doch noch am besten noch auf mein Seminar, kostet auch nur 3.000 Euro, ja, und dann heißt es irgendwann, dann schmiert die Aktie ab oder die ganze Branche auf einen Schlag, dann heißt es, naja, konnte niemand vorhersehen, ja, sage ich, meine Kohle ist trotzdem im Arsch, ja, also, entweder du bist Experte oder nicht, ja. Also, was ist denn dann überhaupt noch ein Experte? Ja? Gibt es dann überhaupt noch in dem Bereich einen sogenannten Experten? Oder sind wir einfach alles nur Pustekuchen? Ja, also, weil. Also die Frage liegt doch dann sehr, sehr nahe. Ja? Also wollte ich an dieser Stelle auch mal gesagt haben. Weil ich mich dann natürlich auch extrem darüber ärgere. Ja? Also meine größte Verlustposition ist halt einfach, ist natürlich mit Öl, hat natürlich mit Öl zu tun. Ja, ja und ganz explizit mit russischen Aktien, ja, die ja so unglaublich hoch gelobt worden sind, andauernd, ja, von den unterschiedlichsten Leuten. Ja, nicht nur einer. Ja. Und das ist immer das Gleiche, ne? Dann ist so eine schöne Welle, wo Leute drauf surfen und reiten und mit erhobener Brust und mit wehendem Haar im Wind, ja. Und dann kommt der andere, dann kommen noch irgendwelche anderen Leute auch noch aus dem Loch gekrochen und reiten die Welle dann auch noch mit. Und wenn die Welle dann sozusagen versiegt ist, die Welle ist vorbei, ja, dann heißt, naja, konnte keiner wissen, ja, dass die Welle einfach dann irgendwann nicht mehr da ist und so. Und ich finde dann auch, der wichtigste Punkt überhaupt ist Accountability, ja. Und keiner von denen ist irgendwie accountable, ja. Das ist ja. Aber egal, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Auf jeden Fall, ich würde das Ganze jetzt mal sagen, dass man sich am besten einfach möglichst raushält aus dem Ganzen. Und so nach zwei, drei Gläser Ramazzotti. Sieht die Welt auch schon ganz anders aus. In Verbindung mit Kaffee schmeckt hervorragend, kann ich nur empfehlen. Und es ist halt auch einfach, wer jetzt halt zum Beispiel behauptet, ja, ihm würde das ganze Geschehen momentan nicht beeinflussen, also wer in Aktien investiert ist, der lügt sowieso. Ja. Oder er hat im Verhältnis einfach so ein riesiges Unternehmen und Cashflow. Das sind ja auch diejenigen, die so tolle Tipps vergeben. Ja, so ganz cool bleiben und was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, dass das ganze 50 bla 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 bla. Ja. Mal an, wie viel, dann wäre meine Frage wäre dann, okay, wie viel Geld hast du? Und sagt er, mal angenommen, dann sagt der Experte, 10 Millionen Euro, das ist alles, was ich habe. Okay, dann investiere jetzt mal 8 Millionen Euro in den Aktienmarkt. Oder 9 Millionen, oder 9,5 Millionen. Ja, 95% von deiner ganzen Kohle. Und dann rufe ich dich am Tag danach an, ob du nervös bist. Ja, und das sind alles solche Sprücheklopfer. Also, da reicht es mir echt momentan. Schaut euch mal das Video an von dem Aktienkanal, das ist recht solide, ja, empfehle ich euch hier unten und sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, neutral und ja, nüchtern, ja, mit noch ein paar mehr Informationen und für mich heißt jetzt auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.